Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Grand Theft Auto Online. Kinder, den Fernseher bitte ausmachen. Danke. Das Finale steht an. Simon... 540.000 gibt's. 540.000? Und dafür haben wir diesen ganzen Scheiß gemacht. Alter, leck mich doch. Naja, Simon, Steve und Michi sind natürlich am Start und wir starten das Finale. Oh. 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 Oh, oh. Jetzt bin ich ja gespannt. So, ich trinke erstmal wieder meinen Whisky. Achso, ich dachte, jetzt kommt wieder grüner Saft. Nee, das konnte ich mit sich aussuchen. Achso. Ach, ihr tretet eh schon automatisch bei, weil ihr in meiner Wohnung seid. Das ist ja cool. Achso, jetzt auf einmal. Nur Steve nicht. Ja, weil er nicht in meiner Wohnung ist. Ja, ich weiß. Ja, ja, weil sonst ja auch immer so war, schon klar. The game hates you. Ja, ja. Ich hasse das Game auch. Aber weißt du was? Du kriegst trotzdem eine Einladung von mir. Ja, wie gütig. Alter. Nein, geht das jetzt schon wieder los? Wieso? Ah, nee, okay. Bin noch da. Ja, okay, nee, bei mir hat dann nämlich gerade nichts mehr angezeigt, deswegen. Okay. So. So, dann nehme ich ab jetzt auch mal auf und guck, ob es hier was gibt, wo man irgendwas drin macht oder so, ähnlich. So. Also, zwei Teams. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich überlege gerade. So, we're good to go. Also, ich würde gerne den Bodentrupp machen. And this won't be a problem. No one is going to want to admit that anything happened here. Warum haben wir jetzt alle unsere Krawatten ausgezogen? Won't be successfully bidding on any government contracts if he can't stop himself from being robbed. You'll be fine. Just going to require a little bit of finesse. Two teams, chopper crew, ground crew, all of you will be flying in together. Ground crew is going to jump into the labs, set off the EMP, make their way toward the information we're after while the power is down. Chopper crew holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the ground crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did ja, happen, bitte. It wasn't me, and it wasn't me because I was never ja. here. Stay strong. I love you all. Love you. And that's how we don't get caught doing naughty things. Ah, 675 kriegen wir. Okay. Also wenn jeder bei euch jetzt bei jeder Vorbereitungsmission 25.000 gekriegt hat, ist das schon echt extrem. Wir hatten 5 Vorbereitungsmissionen. Das heißt, jeder von euch hat schon mal 125.000 gekriegt. Ja, ja, 25.000 jeder. Achso, 5, ja stimmt. Dann hat jeder, ja, dann ist es jetzt, aber es ist immer trotzdem noch nicht ausgeglichen. Mach mal, wenn jeder von uns 20 bekommt, was haben wir dann? Also mir ist auch ehrlich gesagt, mir geht es auch nicht um jedes Geld, aber... Also 20 wäre schon nicht schlecht. Ich wäre natürlich auch mit 15 zufrieden. Ja, ne, wenn schon kriegt Michi mehr, weil der hat keinen Starter-Bonus. Wenn nämlich zur Not weniger oder so. Nee, passt schon. Ich muss gerade mal überlegen, also wenn jeder von euch schon 125 bekommen hat und jetzt nochmal 135 bekommt. Dann passt es jetzt perfekt eigentlich. Ja. Ja, willst du von deinem noch ein bisschen was an Michi abgeben? Von mir aus, ja. Nee, das passt schon. Okay. Ich hab genug. Okay, so, gut. Also wer möchte Bodentrupp sein? Das wolltest du sein, oder? Wenn ihr nichts dagegen habt, ja. Also ich will nicht falsch springen. Musst du nicht. Wer will mit mir reingehen? Steve? Ja, das kann ich gerne machen. Nice. Okay, dann dann kriegt Michi den Schützen und weil Simon beim letzten Mal gezeigt hat, dass er so gut fliegen kann, macht er den Piloten. Yay. Okay. Sind wir alle cool? Ja. Ja. Dann, ja. Dann klickt auch, dass ihr cool seid. Auch du, Schütze. Sehr gut.
Oh, ich habe verantwortungsvolle Aufgaben und auch herausfordernde Ausgaben, wie behaltet die Höhe, während dein Team abspringt und geh weiter runter, während die Einrichtung geknackt wird. Begib dich zur Valkyrie, warte bis dein Team die Landezone erreicht hat, warte bis der Pilot tiefer gegangen ist, halte das Wachpersonal in Schach, halte Ausschau nach dem Leuchtsignal des Bodentrupps. Warum passiert? Mein Team muss anscheinend ballern. Warum passiert denn jetzt nichts, hä? Ja. Ich muss so als Host irgendwie nochmal was drücken oder so. Weiß es nicht. Jetzt hat. So. So, schweres Gefecht finde ich schon mal super. So, Steve, dann mache ich kein Auto bei mir, weil dann fahre ich mit dir mit, weil du bist ja sicher wieder mit deinem Gepanzerten unterwegs, ne? Ja. Sehr gut. Dann nehme ich mal sogar doch mein schnelles. Hast du es jetzt wieder? Ja, das hatte ich schon immer, nur das andere, das einigermaßen schnell ist und vor allem noch leicht zu steuern, weil der Monster-Truck, der ist eigentlich nicht schneller unbedingt als der Buggy, den ich gleich habe. Ich mache einen auf Chris Redfield, Träger. Steve. Ach ja. Chris! Ja, los, begib dich zur Valkyrie. Okay. Müssen wir sowieso alle dahin. Ja. Na gut. So, warte, ich mach dir. Ach, hab schon. Ah, okay. Ich kann da einsteigen. Hä? Wollt ihr noch kurz freigeben? Jetzt, jetzt konnte sich gerade das Navi nicht entscheiden, ne? Okay. Warte, gleich. Jetzt. Okay, wir kriegen also anscheinend noch einen Geschwindigkeitsbonus. Was ich gerade gelesen habe. Bin ja gespannt. Das ist erstmal wieder. Oh, okay. Boah, das hört sich ja mal geil an, Steve, ha? Huh? Kannst du drüben gerade ausfahren. Lesen würde, wenn er nicht mehr auf der Straße. Lass mich ja so überraschen. Ja, ich sag's dir dann gleich nochmal. Okay, also wir müssen anscheinend, also wir kriegen ein Nachtsichtgerät und wir müssen nachher wieder raustauchen. Also wir kriegen auch eine Taucherausrüstung. Es ist viel Arbeit und Millionen von Dollar reingeflossen und wir kriegen nur 675.000. Ihr wollt uns doch verarschen, oder? Ich glaube, der Typ hat es nicht so ganz verstanden, dass man mehr Geld rauskriegen sollte, als man reinsteckt. Ja, Mathe war nie so einfach. Der kann mal 50.000 ausgeben oder du 50.000 und da fehlt dann jedes Mal noch ein paar 10.000 für Munition vielleicht, aber auf jeden Fall keine Millionen. Ja, so wehe, wenn beim letzten Heist nicht eine Million für jeden von uns auf dem Konto liegen bleibt, ne? Glaube ich auch nicht so dran. Ja, ich bin ja gespannt, was jetzt noch kommt, also. Online-Modus wollte ich schon ein bisschen mehr sozusagen aufs Geld aufpassen. War kein, mal, vor allem, man kann es ja auch mehrmals machen. Kommt immer noch einigermaßen viel. Wir kommen aber beim ersten Mal, glaube ich, immer 100.000 plus. Vor allem gibt es da 10 Millionen, wenn wir alle am Stück auf schwer mit Elite-Herausforderung bla 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 durchmachen. Das kriegen wir eh nicht hin, aber. Nee, weil wir die Elite-Herausforderung schon mal gar nicht schaffen. Ja. Au. Pass auf, Steve, nicht, dass uns gleich wieder Hippies entgegenkommen. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem. Dass man es alles am Stück machen muss bei diesen 10 Millionen, ob das heißt, dass man auch wenn einer schon rausfliegt durch die in Verbindung, was ey, leider recht oft passiert. Darüber brauchen wir uns wie gesagt keine Gedanken zu machen, weil wir es eh nicht schaffen. So, so einfach ist das.
Dass wir doch von 10 Millionen träumen. Ja, das ist genauso wie mein Kollege in der Arbeit, der immer von Lottogewinnen träumt. Ungefähr die gleiche Chance. Ich hätte vorher nochmal meinen Munitionsvorrat beim Ammunition ein bisschen aufstacken sollen. Okay, auf den Straßen hier wäre dann doch das andere Auto besser gewesen, weil das lenkt immer nicht so geil. Egal. So, ich würde jetzt sagen, dass Steve und ich kriegen mehr von der Beute, weil wir als erstes da sind, aber wir haben ja schon die Aufteilung gemacht. She's all yours. Okay. Ah! Oh. Also wenn du schaffst, auf dem Weg hier hin von sozialen, obwohl da nichts passiert ist, also dann man nicht fest. Gut, mein natürliches Fahrzeug ist dann leider zerstört. Ach, du bist Zweiter heute. Ja, könnt ihr uns abholen vielleicht. Ernsthaft? Ja, wir können auch laufen, wenn ihr wollt. Nein, bitte nicht. Jesus Christus. Das ist unglaublich. Also einen Zeitbonus bekommen wir schon. Weißt du, da träumt er von 10 Millionen Dollar und Elite-Herausforderung, aber schafft es nicht, rechtzeitig da zu sein. Also ganz ehrlich, das sind genauso wie die Leute, die in der Arbeit Beförderungen wollen, obwohl sie den ganzen Tag nichts arbeiten. Ja, wir kommen schon. Ja, ihr könnt auch nicht kommen, wenn ihr wollt. Ich hab doch gerade gesagt, wir kommen schon. Aber erstmal mit mir kann. Ja, alles ja klar. Ja, du, ganz ehrlich. Also jetzt, den Shitstorm hast du jetzt aushalten müssen. Was habt ihr jetzt überhaupt gemacht? Da, dazu waren sie keine Spannung mehr. Einer alten Dame, ja, das Wohnmobil klauen, ja. Hä, ich dachte so, ich dachte, ihr kommt mit dem Heli. Nee. Ich bin ja nicht Pilot, also. Ja, ich dachte, ihr könntet da trotzdem einsteigen. Okay. Nix. Ja, könnten wir wahrscheinlich, aber das liegt nicht nur so in Zufälligkeit. Naja, also da rechts, da war ein relativ tiefer Graben. Okay. Und viel Wasser drin. Irgendwie ist es auch da rein. Irgendwie. Hatten deine Haftbomben wieder was damit zu tun, Michi? Das war nicht eigentlich. Ich habe ein bisschen Stoff gegeben. Lass mir bei der Kurve habe ich es halt nicht gerafft, dass es ein bisschen schärfer ist, als ich dachte. Guck mal, das fahren wir schon das zweite Mal hier. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, da ist auch ein tiefer Graben. Ja, ich wollte weit genug vom Heli parken. So. Nicht, dass der Simon uns jetzt alle in den Tod reißt, wenn er das Auto irgendwie mitnimmt. Hehe. Okay, dann wollen wir mal. Ich könnte einen Typen da jetzt so geil wegballern, aber lieber nicht. Sonst versagen wir wieder wegen Standard. Okay, okay, das nächste Mal kriegst du keinen Whisky mehr, Vorra. Alter, Junge, fick doch alleine. Machst du das jetzt gerade mit Absicht? Sind die Turbulenz? Ich steck mit Absicht ab, Alter. Alter, das sind ja heftige Winde, die hier über Blaine County ziehen. So, wir machen wieder Mord im Mondschein, wie ich das sehe. Alter, wir müssen wir da hoch, Alter. Ja, ziemlich weit. Na, hoch. Ich seh den gelben Ring, also du darfst noch ein bisschen steigen. Auch. Und hoffentlich verrecke ich diesmal nicht am Rotorblatt, den ich rausspringe. Ist unverkackt. Ja, nochmal. So. Triggering the EMP. Get ready to jump.
Okay, dann wollen wir mal, Steve, oder? Ja. Okay. Also, kannst du an oder kannst du nicht an? Ja, jetzt warte doch mal, bis wir unten sind. Also Simon, ich kann hauptsächlich nach vorne schießen und ein bisschen nach unten. Achso, du bist. Achso, kannst du nicht umsteigen oder so? Ich glaube nicht. Wow! Time to switch to night vision. Oh Gott, sieht der aus. Hammer. März. Spreng die Steuerung, okay? Okay, Ground Team, let's go! Nichts mehr hacken! Das wird gespeckt. Okay. Hast du was zum Sprengen? Ja, hab ich, warte. Okay. Jetzt hab ich nur Granaten abbomben, ist nicht bei mir. Ja, ich muss mir nach dem Job auf jeden Fall muss ich mich wieder ausrüsten. Wow! Okay. Alter. Ich den Konvoi ausschalten. Alter, was trifft mich denn hier? Ich sehe überhaupt nichts. Wo seid ihr? Deckel. Er ist eigentlich viel besser, wenn du stillhältst, wenn du nicht fliegst. Ja, gut. Alter, ich bin schon fast tot, ey. Und vielleicht wieder ein bisschen näher ran zu Trotter. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht mehr schallgedämpft vorgehen, oder? Ich glaube, die Waffen einfach nur so, weil die Munition günstig ist. Oh, oh. Nice. Ich glaube, ich bleib doch bei der Pumpgun. Ich dachte, mir kommt jetzt ein ganzes Team entgegen und nicht nur so ein Lütler da. Ja. Oh! Die Drohne können wir nicht angreifen, oder? Ich brauche einen Heli. Okay. Oben. Sieht gut aus. Ja, ich kann nicht so weit hochziehen. Okay. Balls! Kann jetzt immer nur kurz nach. Jetzt rein. Ach, da ist schon das. Alter, wie das Ding sich dreht. Okay, Heli da. Und dann nach unten am besten. Die Tür wurde erfolgreich eliminiert. Okay, stopp, jetzt einfach. Ja, so geht es nicht. So, ich hoffe, jetzt steht der nicht mehr auf. Wisst ihr, das Schwanken kommt da zustande, wenn ich versuche, das Ding reinzuhalten, weil der durch Turbulenz natürlich schwankt und dann hat er da irgendwann mal was. So, okay. Dann schwankt der gleich so stark. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde die Ballpapp-Schrotflinte überhaupt nicht cool. Ich nehme, glaube ich, die normale. Ist irgendwie geiler. Und hat bei mir jetzt aus irgendwelchen Gründen einen Schalldämpfer drauf. Das haben die also vorher damit gemeint, es waren die. Oben, Heli. Schaut erst den aus. Jungs, kommt ihr da draußen gut klar? Ja. Ist ja schon. Aber da kommen noch ein paar Autos zu euch. Haben wir den, Steve? Okay, wir der ist tot. Okay. Nice. Ich mach uns mal die Tür auf. Ich würde mal gerne wissen, wie es bei euch denn aussieht. Interessant. Achso. Nein, Resident Evil! Okay. Echt wahr? Was ist bei dem? Wir müssen ihn gleichzeitig reinstecken, Steve. Wow. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Eli, 2. Okay. Ich sehe dich gerade nicht. Genau vor uns. So, jetzt holen wir uns Ouroboros. Ouroboros will be released into the...
Und noch eine vor uns. Oh, du kannst doch schießen, du musst. Ja, ja. Noch ein bisschen höher. Ja, ich bleib an diesem kleinen Stuhl hängen, ja. Auch geil. Okay, bin im Aufzug. Ich okay. Nicht. Ja. Kleines Tür. Oh, wir haben eure Position verloren. Was, Salam Aleikum? Wer hat das gerade gesagt? Wow! Begibt dich zum Kühlschacht, na, das wird jetzt herrlich. Wow, oh, Alter. Wer ist Kühlschrank gelesen? Das wär's. Muss ich da gleich wieder ein toter Albaner sein? Which Albanian? This one. Bisschen höher, wenn es geht, ne? Haben wir jetzt das Atemgerät an? Ich sehe nämlich nichts. Eins. Also du hast eins an. Hab ich bei dir was an? Hab ich was bei okay, mir? Okay, warte, einer noch von rechts oder links. Bei mir sieht's so aus, als hätte ich nichts an. Okay. Na, drück nochmal G. Okay. Okay. Gut, dass man nichts sieht. Ja, er zündet eine Flare an, sobald du im... Ja, wenn er dann mal... Ah. Kacke, ey. Boah! Okay. Alter, warum bebt denn das hier so krass? Wird hier gerade ein Riesenhaufen Scheiße ausgespült oder was? Na, jetzt geht's. Vielleicht explodieren wir auch. Vielleicht bringen wir hier auch alles. Achso, ja, das könnte oh, natürlich sorry, sein. Okay, ich habe noch die Hälfte Luft. Steve, wie steht's bei dir? Ja. Auch. Oh, jetzt wird's allmählich eng. Ich dreh mal lieber kurz. Alter, ich geb doch schon Vollgas. Wie soll ich denn bitte schon... Okay, meine Luft ist gleich aus. Ach, wir haben andere Atemgeräte noch. Ah, okay. Huh. Wir haben vier so Atemgeräte dabei, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich muss jetzt hier elendig ertrinken. Das habe ich auch gerade gedacht. Denkt. Okay. Sieht gut aus, oder? Was meinst du? Ja, ich muss sagen, diese Panzeranzüge sind echt geil. Also. Am Anfang war schon meine komplette Rüstung weg, aber jetzt habe ich mich eigentlich ganz gut gehalten. Dass sie hier immer wieder reinfahren mit diesen Jeeps, obwohl hier ein Kampfhubschrauber kreist und alles in die Luft jagt, was in die Nähe kommt. Das ist aber voll geil, wie wir hier drinnen die Explosionen mitbekommen, ey. Das hat sich ja an, als wenn da draußen voll die Schlacht abgeht. Dann tut's wahrscheinlich auch. Ja, doch. Hauptsache ein Abgemetzel und hinrichten als Schlacht. Ey, gut, dass es hier wirklich weit so lange ist, ne, der Tunnel. Oh mein Gott. Nein, nicht oh mein Gott, ich bin hinter dir. Wenn du sagst oh mein Gott, dann sieht's für mich... Nee, oh mein Gott, wir sind draußen. Achso. Oh, ich werd getroffen. Okay. Oh, ich werd andauernd getroffen gerade. Ah, wisst ihr, was wir bei der Verteilung jetzt nicht berücksichtigt haben, dass ich noch 54.000 vorgestreckt habe? Ja, ungefähr hat's ja... Ich glaub, nee, 30.000 das war nicht mit eingerechnet. War nicht mit eingerechnet, ihr kriegt jetzt im Prinzip mehr. Ja, aber trotzdem, es hat auch nicht ganz gefasst, also ich glaube 30.000 kriegst du jetzt weniger oder so. Das zündet eine Signalfackel. Also wenn wir das machen, so. Siehst du uns? Okay. Michi, siehst du was? Nee. Du fliegst doch hier gerade auf uns zu. Warte, ich schieß nochmal eine nach oben. Ah, du bist da unten vielleicht. Okay. Ah, da ist leuchtet. Ja. Ah, jetzt sieht man's ja gut. Da, wo es leuchtet. Wow! Das war ein bisschen zu knapp. Dass du gerade weggegangen bist. Ich kann das Ding auch fliegen, nur wenn es ums Starten geht, kann. Dann krieg ich mich jedes Mal in das Schaukel rein. Und letztes Mal fand ich das dann irgendwie so lustig, dass ich gedacht habe, dann mache ich gleich mal weiter. Ja.
Jetzt wäre es ganz cool, wenn du das lassen könntest, weil ich will noch ein bisschen leben. Ja, nee, ich meine beim Start. Also, ich weiß nicht. Aber hier kann man ja keinen lernen. Okay, passt, passt, passt. Wir kommen schon rein. Oh. Warte, kurz, ja. Letzte kommt ab noch, warte. Oh. Ah, nein, nein, nein. Okay, warte. So, bin drin. Okay, weg hier. Oh, da kommt ein Heli. Wo kommt ein Heli? Ah, da. Ja, nicht mal einer. Das ist höher, oder? So, hier gleich volle Breitseite. Da, bam! Ja, der hat definitiv auch nichts zu lachen. Ja. Okay. Vor uns, eine vor uns, eine. Ja, ja, hab schon. Oh. Ah, halt das Ding still, so gut du kannst. Der ist von der Rakete angegriffen. Jetzt nicht mehr. Dazu. So. Wo war denn der Treffpunkt? Da, da. Ja, er liebt uns ja. Ja. Ich nicht, aber. Wenn er uns wirklich so sehr liebt, dann hätte er uns auch ein bisschen mehr zahlen können. Rauchen wir oder ist das der Auspuff? Nein, wir rauchen, also. Wir rauchen es aber noch nicht. You've had your fun. It's time to put the toys back in their box and to go to bed. Bring the chopper in and I'll give you a debrief. You want to be paid, don't you? That's what this was about. Not just the shooting and the explosions. You've done good work, made this country safer. Okay, ich glaube, die ist es die eine, die bei dem Deal am Anfang abgehauen ist oder was? Die gerade gelabert hat, kann das sein? Keine Ahnung. Warte, keine Ahnung. Alter, das ist ja mal voll cool. Hier war ich noch nie im Solo-Spiel. Hier scheint es, dass wir jetzt da hin müssen. Ja, ja, du musst da musst du landen hier. Oh ja, stimmt. Hier ist es Kreis. Na, da wartet auch schon ein Auto. Soll ich mal drauf schießen? Ah, ah, Vorsicht, Vorsicht. So. Also, das sind nicht doch mal eine Landung wie auf einem Babypopo. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Sehr schön. Das ist schon ein geiles Teil. When I ran agents in the field, I had to entrap them, cajole them, threaten them with deportation. You're never gonna know what I had to do. Now apparently, all you gotta do is give them a couple bucks and a few kind words. I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are not gonna talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Michi darf einen Heli sprengen. Yeah! So muss es sein, mit Michael Bay! Genau. Hey, hat sie das nicht gerade so ungefähr angehört, als wollte Was? Sie jetzt sagen, dass Boah, wir Michi! Geworden sind? Da fährst du einmal mit mir mit, dann kriegst du Gold. Mhm. Als ob. Niemals. Ich hab Bronze, Mann. Kein Bronze mehr. Ja. Jawohl! Niemand wird erledigt. Na, aber trotzdem nichts geworden. Ja, wir hätten noch 11 Minuten hätten wir es machen müssen. Ja. So, insgesamt verdientes Geld 370.000. So, das lasse ich mir doch mal schmecken. Ja, und da macht ein Unterschied von 30.000 ist auch kein großer Unterschied mehr. Ja, ich werde schon damit klarkommen.
Jetzt erstmal wieder richtig schön hier Shopping gemacht. Weil hier schon fast alle Klamotten besitzt. Das könnte man nicht. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal den Karuma kaufen. Ja, stimmt. Ich werde auf jeden Fall mein Arsenal wieder etwas aufrüsten. Jawoll! Ich würde mal sagen, das haben wir uns verdient hier, einmal im Stripclub. Laborgerecht aus seinem freigeschaltet. Drücke Leertaste, um es regnen zu lassen. Oh Mann. Ich hole mal mein Auto ab. Ciao. Ist im Fluss gelandet, ist vorher. Michi lässt es regnen. $3. Wie das Geld einfach verschwindet. So, werde auch mal meine Kohle einzahlen. Oh, ich kann mit Geld Sympathiepunkte sammeln. Na, dann kannst du flach legen. Ich komm hier raus. Niemals. Ja, nicht über Sven hat einen Tipp, so. Ich muss die andere Seite nehmen. So, 579.000 auf dem Konto. Oh, Lester ruft an. So, your employer, he tells me it's over. You did a great job. Only I've got no idea what you were up to. Normally, I know things, and not knowing kind of creeps me out, but this time, I feel like knowing things might creep me out even more, so don't tell me. Just lay low, and I'll get in touch if there's work. Seid jetzt alle ernsthaft nicht? So, Elita's Travel. So, also ich habe zumindest schon mal Michis Auto gefunden. Könnt ihr euch mitnehmen, wenn ihr wollt. Ich rufe mal kurz die Versicherung an, ob die mir das kostenlos in die Garage stellt oder ob ich es noch irgendwo abbauen muss. Ansonsten kann ich dich hinfahren, wenn du willst. Ja. Michi ja. Lässt es derweil noch regnen. Nee, ich habe nur den Ausgang nicht gefunden. Tja, das ist extra so gebaut, dass du den Ausgang nicht findest. Das stimmt, ja. Und? Müssen wir es abholen, oder? Ja. Ja, setz einfach mal den... Ja, ich such's gerade. Ah, das glaube ich gleich hier. Soweit ich weiß, ist das nicht weiter. Oh. Ja, sind 500 Meter. Gut, ein Gegenangriff. Ah, da steht sie schon. Herzlichen Dank. So. Wow, entschuldige, Michi. Ups. Willst du dein Auto wieder haben? Weil dann klaue ich mir eins, das da steht. Okay. Kann ich auch reinbringen, wenn deins irgendwo steht. Naja, in meiner Garage. Oh yeah, Mann, was habe ich denn hier Geiles geklaut? Aber echt, Mann. In Ponte Phoenix, geil. Ah, die Valkyrie kostet nur gerade mal 2,8 Millionen. Ja, dann. Was gibt's da noch? Würde ich mal sagen, machen wir Humane Labs noch ein paar Mal, ne? Dann haben wir das auch drin. Ja. Easy. Ja, die Pickups, das mit Geschütz kostet 1,3 Millionen und der Pickup ohne Geschütz 600. Boah, man kann die mit Geschütz kaufen. Da hat man mich trotzdem mal relativ oft erschossen. Das ist traurig, aber wahr, dass die Karuma dann trotzdem besser gepanzert ist als das Teil. Weitaus besser, wie oft ich in dem Pickup so erschossen wurde bei der Mission oder wie viel ich da eingesteckt habe. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, dann machen wir noch eine entspannte Folge zum Abspannen. Und sehen uns dann in dieser gleich.